Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Final Fantasy VII Remakes. Tja, hallo. Mein Papa hat gesagt, dass der Mann im Umhang früher mal ein Soldat gewesen ist. Ach was. Hey Cloud, bist du vielleicht auf der Suche nach Arbeit? Wenn ich patrouilliere, erfahre ich nämlich die unglaublichsten Sachen. Willst du mal reinhören? Vielleicht ist was dabei. Oh, ganz unbedingt. Wir haben immerhin noch Zeit. Ich habe schon einen Job. Multitasking heißt die Devise. Ich sammle immer viele Infos. Kommt doch ab und zu mal vorbei. Okay. Viel interessanter finde ich das hier. Wie kriege ich dieses Outfit? Was muss ich dafür machen? Guck mal, ein Mogri. Ihr könnt mich sehen, Kupo. Dann müsst ihr auserwählt sein. Und in dem Fall... Willkommen in meinem Laden, Kupo. Mein Name ist Mogi, Kupo. Mogris sind Fabelwesen. Kennst du denn nicht die Abenteuer von Mok, dem Mogri? Da geht es um ein kleines Waldwesen namens Mok. Der macht einen Laden auf, um alle glücklich zu machen. Und ich will genauso werden wie Mok und habe darum einen Laden eröffnet, Kupo. Mogris können nur von Menschen mit reinem Herzen gesehen werden, Kupo. Und warum kann ich dich dann sehen? Dazu... habe ich nichts zu sagen, Kupo. Jedenfalls gibt es in meinem Laden nur Schätze und Raritäten, Kupo. Bei mir kannst du Mogri-Medaillen eintauschen, Kupo. Aber erst musst du meinem Club beitreten. Okay, dann machen wir das. Wie viel haben wir denn? 17 haben wir. Okay, jetzt noch 16. Ich habe mich schon gewundert, für was man die braucht, die Medaillen. Jetzt wissen wir es. Okay. Komm vorbei, wenn du Mogri-Medaillen hast, Kupo. Und was machst du dann mit all den Medaillen, Mogi? Ich mache mit ihnen alle Menschen glücklich. Ist doch Kupo klar. Das ist immerhin meine Pflicht als Mogri. Verstehe. Wie Mog in der Geschichte. Dein Mogri-Kostüm sieht aber ehrlich gesagt eher aus wie ein weißer Koala. Weiter so. Alles Könner. Klar. Und was machen wir jetzt? Motiviert wie immer, was? Na, was denn sonst? Das hier ist aber kein Vergnügen, sondern Arbeit. Richtig. Und für Arbeit muss man immer maximal motiviert sein, Cloud. So kann man es natürlich auch sehen. Na, warum machst du es dann nicht einfach? Ist echt nicht schwer. Was? Sie findet es nicht schwer, maximal motiviert zu sein? Deine Energie hätte ich gern. Du verrücktes, verrücktes Mädchen. Herzlich willkommen im Mockshop. Okay, jetzt schauen wir mal. Ich besitze alles, was du hast, außer Äther. Doch den auch. Nee, warte mal, das stimmt gar nicht. Ich besitze nichts von dem. Also, wir kaufen auf jeden Fall Gold Saucer. Ah, neuer Stab für sie. Kostet 2 Medaillen. Sag mal, kann ich den eigentlich leer kaufen? Ich glaube nämlich schon. 1, 2, 5, 6, 7. Oh, die sind teuer. Oh, das sehe ich jetzt erst. Die sind teuer. Cloud Waffenpunkte vermehren lassen. Ach so, gut, keine Ahnung. Jetzt kaufen wir mal den Silberstab für sie. Moment mal, der ist schlechter. Ach so, außer in Magie. Ja, ich nehme den mal. Aber die Dinger weiß ich jetzt ehrlich gesagt. Der Friedhofsschlüssel? Das klingt interessant. Ein Schlüssel, mit dem die Tür zum Friedhof des Slums in Sektor 5 geöffnet werden kann. Okay. Na gut, dann kaufe ich jetzt das hier noch. Und... ach so. Nee, doch stimmt schon. Genau. Danke für deinen Einkauf, Kupo. Mit deiner Hilfe konnte ich schon einige Medaillen sammeln. Mit denen kann ich jetzt viele Menschen glücklich machen, Kupo. Klingt gut. Cloud, sei doch nicht immer so verkrampft. Gut, dann zeig, was du kannst. Mach mich glücklich. Ich will Spaß haben und lachen. Dafür bräuchte ich noch viel mehr Medaillen, Kupo.
Oh nein, dann müssen wir schnell noch welche suchen gehen, Cloud. Viel Erfolg, Kupo. So, Dala. Erstens kriegst du jetzt mal Shiva, weil wer weiß, wann wir Garrett Barrett wiederkriegen, ne? Zweitens. Waffen. Ach so, nee, warte mal. Zweitens. Doch, stimmt schon. Waffen-Upgrades. Magische Attacken plus. Ach so, wir haben jetzt schon wieder nicht mehr genug. Na gut, okay. Das ging doch auch irgendwie automatisch. Ich würde es nämlich echt gern automatisch machen, ehrlich gesagt. Ich dachte zumindest, vielleicht war es hier in dem Menü. Ah ja, automatisch ausgewogen. Zack. Nein, das wollte ich nicht. Ich möchte das nicht. Aber das ist schön, dass das geht. Das finde ich echt gut. So, da la. Gut. Ich lasse hier jetzt ehrlich gesagt den Stab, den sie hat. Schon allein, weil da mehr Materie reinpasst. So, was ist jetzt mit dir? Kennst du schon Moggy? Er ist etwas seltsam, aber sein Laden bringt dir vielleicht Glück. Ja. Ich werde allen Leuten vom Alleskönner erzählen, Cloud. Dann findest du bestimmt mehr Arbeit. So, jetzt lasst mich mal schnell gucken, wo die Missionsziele sind. Die optionalen. Da haben wir jetzt hier eins bekommen, da laufen wir jetzt schnell hin. Und dann auf dem Rückweg das nächste. Oh, genau, passt. Ja, machen wir schnell. Machen wir schnell beide. Na, weiter geht's. Jetzt hat er mir schon wieder die Karte ausgeblendet. Ich hasse es, wenn das passiert. Weil ich mir immer nicht merken kann, wie ich die wieder krieg. Ah, jetzt. Mensch, lass mir doch mal die Karte spielen. Ich wurde von 5 Kampfmaschinen von Shinra verfolgt. Sahen aus wie Augäpfel. Sie sind in die Seitengasse verschwunden. Aber wer weiß, wann sie wiederkommen. Deshalb brauche ich jemanden, der sie ausschaltet. Ich übernehme das. Ich danke dir. Vielen Dank. Die Dinger riefen, Eindringling lokalisiert, und stürmten in die Seitengasse. Sei bloß vorsichtig. Welche Seitengasse denn? Ich denke zu vielen. Da. Na gut, von mir aus. Ach. Okay, warte mal. Verlaufe ich mich gerade komplett? Der Weg kommt mir sehr weit vor. Nee, es passt schon. Aber wo geht's denn da lang? Ist das wirklich eine Sackgasse? Ach so. Sieht aus wie eine Boss-Arena gegen einen riesen Spinnenboss, ne? Kommt schon noch wahrscheinlich. Kommt schon noch. Eine neue Farbe, eine neue Unterart oder so. Anscheinend.
sterben sie. Nein! Ich leg los! Und los! Holy shit! Die räumt auf. Nicht schlecht. Es ist geschafft. Sag mal, bin ich hier noch richtig? Nee, wir haben das Zielgebiet schon verlassen. Aber warte, die Töpfchen da. Die Töpfchen? Ja, meinetwegen. Habe ich auch noch kaputt. Okay, zurück ins Zielgebiet. Mal da lang. Wir müssen uns wahrscheinlich einfach ein bisschen umschauen, oder? Auf geht's. Ah, na guck. Ich habe jetzt übrigens mal den Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher gestellt, weil das Spiel war schon sehr, sehr leicht. Bin mal so frei. So, analysieren wir die mal. Durchdringendes Auge C. Eine Monodrive-Subspezies, die bei der Explosion von Mako-Reaktor 3 beträchtliche Mengen an Mako-Energie ausgesetzt war und infolgedessen mutiert ist. Sie ist mehr als doppelt so groß wie ihre gewöhnlichen Artgenossen und dementsprechend stark. Alles klar, Wind müsste ich hier machen. Wind haben wir doch. Mehr Windcloud. Wirkungslos. Was machen wir denn gegen die nervigen Schilder von denen? Einfach so lange draufhauen, bis sie kaputt sind, würde ich sagen. Was mache ich da? Ich habe keine Ahnung. Ich habe einen eingefroren. Cool. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Naja, wie dem auch sei. Kommando, was kannst du denn eigentlich? Subsprint. Entzieht dem Gegner MP. Verstärkte Wirkung bei Gegnern im Schockzustand. Angriffsmagie innerhalb des Feldes wird automatisch zweimal gewirkt. Heile TP aller Gruppenmitglieder. Warte mal, dann machen wir das da mal. Magie ist leichter. Übernimm du. Ich mach das. Und jetzt machen wir hier zweimal Doppel-Aero. Ah. Jetzt stirbt. Eine noch. Ich krieg die nicht kaputt mit ihren blöden Schildern. So, jetzt. Und auch gleich eine Nebenmission erfüllt. Sehr schön. Jetzt gebe ich alles. Limit. Das war's dann. Da hilft dein Schildchen auch nichts mehr. Na, Gott sei Dank. Ja, das war gar nicht ohne der Kampf, ne? Also ich meine, die waren jetzt keine Bedrohung für uns, aber haben viel ausgehalten. Lästige, kleine, robuste Tölpel. Na dann. Nichts wie zurück in die Slums. Glaube ich zumindest.
Ah, warte mal, das war noch nicht alle. Es gibt noch mehr. Ah, das war erst der erste Streich. Verdammt. Ah, jetzt sind die schon wieder respawned. Können wir einfach vorbeilaufen an denen? Auf der Flucht. Es geht anscheinend, das ist gut. Schau ich mal schnell, wo wir da hinkommen. Ich meine, theoretisch ist das Teil vom Zielgebiet. Das sollten wir vielleicht nachschauen. Wenn wir die Dinger finden wollen. Ah, tatsächlich. Schau dir das an. Jetzt muss ich die doch mal schnell analysieren. Die Barriere, die ihn vor physischen Attacken schützt, lässt sich mit Magieattacken brechen. Ja, angeblich. Aber keine Ahnung. Und das ist schon Wind, oder? Was da oben für ein Symbol ist. Das hat jetzt funktioniert. Und wie das funktioniert hat. Ich glaube, ich habe die bis jetzt nur immer nicht wirklich getroffen. Kann das sein? Also. Ah, perfekt. Jawohl. Zurückkehren. Diese, du hast die Nebenquest erledigt, kehre zum Auftraggeber zurück. Funktion ist schon gut. Das ist ein guter Service. Bist du ja. Ich habe schon von deiner Heldentat gehört. Shinra-Roboter, die sich in die Slums verirren. Daran kann nur die Explosion im Mako-Reaktor schuld sein. Die dachten bestimmt, sie patrouillieren noch im Reaktor und haben mich daher als Eindringling identifiziert. Gut möglich. Fast tun sie mir leid. Konnten nur tun, wozu sie programmiert wurden. Aber hey, was erwarte ich auch von Shinra? Deren Gardisten sind ja nicht anders. Was weißt du schon? Na, jedenfalls wäre der Fall damit gelöst, oder? Und wenn Sie wieder ein Problem haben, wissen Sie ja jetzt, an wen Sie sich wenden können? Natürlich. Es war wirklich ein Glück, dass ich euch begegnet bin. Ihr habt mich gerettet. Vielen Dank für eure Hilfe. Hey, kann ich dich vielleicht um noch einen Gefallen bitten? Vor dem Waffenladen sitzt ein älterer Herr, der ziemlich geknickt aussieht. Sprich ihn doch mal an. Neue Nebenquest freigeschaltet. Cool, machen wir. Aber nicht mehr heute. Für heute ist erstmal Schluss. Flittl, biddl, bumm, zackarack, die blattl, blam. Hat schon meine Oma immer gesagt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.